Tag 2 auf der Baustelle am Deininger Ortsende. Wie gestern berichtet, fehlen an der Unterbuchfelder Straße noch immer die Umleitungsschilder, was zur Folge hat, dass sich auch heute wieder einige Autofahrer bis kurz vor die Absperrmatten verirrt hatten. Jedoch tritt dieses Phänomen auch auf der anderen Seite, aus Richtung Neumarkt kommend, auf, obwohl mehrere Male bereits am Ortsende in Neumarkt auf die Sperrung deutlich hingewiesen wurde. Allerdings ist dort die Wendemöglichkeit aufgrund der beidseitig angebrachten Leitplanken weniger günstig. Erfreulicherweise sind sowohl die Zufahrt zum Bauunternehmen Keckel als auch zur Herbststraße passierbar gewesen. Durch die heftigen Niederschläge der vergangenen Nacht und des heutigen Tages hat sich der Boden im Baustellenbereich vollgesogen und ist nun matschig geworden. Dennoch waren die Arbeiten heute darauf konzentriert, die Gruben für die Straßenführung im Kreisverkehr auszuheben. Die ersten Ansätze und Züge eines solchen Kreisverkehrs lassen sich bereits erkennen. Mehr zu den Bauarbeiten gibt's morgen wieder.